Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch, wo ihr alle zurückgelassenen Energieblöcke finden könnt. Ein Block, der aus reiner komprimierter Energie geschaffen wurde, erscheint, als könnte er den Aufzeichnungsapparat irgendeines uralten Ruinenkonstrukts aktivieren. Davon gibt es, soweit ich weiß, insgesamt 17 Stück und man braucht zwar nicht alle, aber ist ja egal, wir sammeln trotzdem alle. Und das Ganze braucht man für einen versteckten, nicht Weltauftrag, aber für ein verstecktes, Erkundungsobjekt oder Erkundungserrungenschaft und so weiter und so fort. Wie immer, alles versteckt, nichts offiziell, bla bla bla. Und was ihr machen müsst, ist im Endeffekt, ihr müsst diese zurückgelassenen Ruinenwächter finden. Und wie gesagt, ich zeige euch heute, wo die sind. Der erste befindet sich hier im Adravital. Und ihr müsst dann einfach nur hingehen und auf Untersuchen klicken. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr den zurückgelassenen Energieblock. Ihr habt gerade schon gesehen, ich habe bereits, also jetzt 9 Stück. Das heißt, ich kann euch jetzt leider quasi nicht immer den Prozess zeigen, wie ihr ihn bekommt. Aber ihr müsst einfach nur zum Ruinenwächter hingehen und auf Untersuchen drücken. Dann bekommt ihr ihn. Ich habe es halt schon ein paar Mal gemacht, weil ich jetzt schon einige gefunden habe. Aber jetzt suche ich mir noch die restlichen zusammen und helfe euch hoffentlich dabei, auch noch eure restlichen zu finden. Der zweite Energieblock befindet sich quasi einfach nur auf der anderen Seite des großen Flusses, wo wir gerade waren. Und zurückgelassenen Energieblock. Den nächsten zerstörten Ruinenwächter findet ihr auch nicht weit von der zweiten Stelle. Hier den Berg hoch, aber es geht schneller, wenn ihr euch hier hoch teleportiert und dann runtergleitet. Und hier habe ich den Energieblock schon eingesammelt. Also man kann ihn noch anklicken, aber da kommt nichts mehr. Dann nochmal hier zwischen Pardes Di und Vimara. Bei dem Teleportationspunkt könnt ihr noch hier runtergehen und auf diese Schraube klettern. Hier findet ihr auch noch einen Energieblock. Den nächsten findet ihr beim Devantaka-Berg. Nicht diesen Teleportationspunkt hier benutzen, weil der ist unterirdisch, sondern den hier und dann rüberspringen, runtergleiten und dann liegt er hier unter so einem großen Baum am Hang. Und auch hier habe ich den Energieblock schon eingesammelt. Ebenfalls am Devantaka-Berg findet ihr hier den nächsten. So ein bisschen zwischen den Teleportationspunkten. Zerstörter Ruinenwächter, untersuchen, nächster zurückgelassener Energieblock. Im Devantaka-Berg, wenn ihr in die Mitte geht, ist hier so ein, keine Ahnung, so ein Rohr. Und hier ist auch noch ein zurückgelassener Energieblock. Und dann nochmal am Devantaka-Berg hier oben findet ihr noch einen Energieblock. Und zwar bei diesem Zahnrad. Und nochmal Devantaka-Berg auf der linken Seite, an dem Wegrand auf dieser Schraube hier. Noch ein Energieblock. Dann in der Mitte, genau in der Mitte des Devantaka-Bergs, nicht ganz auf dieser Schraube, auf dieser Insel, sondern unter dieser Schraube, unter dieser riesigen, ist auch noch einer. Als nächstes ist es recht einfach, hier könnt ihr nämlich 4 Stück bekommen, neben Ormos. Und zwar leuchtet es hier einfach alles auf, das ist eigentlich relativ easy, also einer müsste hier sein, dann 2 sind hier, neben diesen Aufzeichnungen, und einer ist hier. Also hier könnt ihr 4 zurückgelassene Energieblöcke auf einen Schlag bekommen. Den nächsten Energieblock könnt ihr auch bei diesem Teleportationspunkt auf der rechten Seite quasi finden, bei diesen Schrauben hier. Dann die nächsten Energieblöcke sind alle im Untergrund, also hier am besten zum Devantaka-Berg teleportieren und hier ist es zwingend erforderlich, dass ihr das Wasser abgelassen habt. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, dann kann ich euch das in die Kommentare schreiben, beziehungsweise euch das Video verlinken, wo ich das erkläre. Und genau, hier ein weiterer Energieblock. Und direkt am Eingang von der Höhle findet ihr hier auf der linken Seite auch noch einen, also in diesem Zahnrad hier. Also ihr geht quasi rein und dann direkt rechts. Der nächste ist ein bisschen tricky. Und zwar müsst ihr euch in den Untergrund vom Devantaka-Berg teleportieren, also hier hin. Und dann müssen wir einmal diesen ganzen Weg hier uns zurückschwingen. Das ist ein ganzes Stück weit weg, deswegen zeige ich euch jetzt den ganzen Weg, weil sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu finden sein. Weil man da nicht einfach so hinlaufen kann, wie gesagt. Und zwar hier runter, hier rüber, hier rüber. Hier ist noch eine versteckte Notiz für jemanden, den die Hintergrundgeschichte noch ein bisschen interessiert. Die liegt hier auf diesem Steg. Die leuchtet da, genau. Und wenn ihr hier runterspringt, hier ist noch ein zurückgelassener Energieblock. Zu guter Letzt bei Vimara, die Höhle, wo man in einer Quest, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, welche Quest das ist, aber ihr kennt die Höhle, wenn ihr schon mal drin wart. Genau, müsst ihr hier rein und dann am unteren Ende des Zahnrads, bei dem bin ich mir nicht sicher, ich glaube, den habe ich auch schon eingesammelt. Nein, habe ich tatsächlich nicht, okay. Und hier ist auch noch ein zurückgelassener Energieblock.
Und das müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein, hoffe ich. Aber das waren alle zurückgelassenen Energieblöcke, beziehungsweise genug, die man braucht. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber man braucht, wie gesagt, nur 15 Stück für die versteckte Errungenschaft. Und wie man die bekommt, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.